Wenn sich eine derartige Schlange vor dem August-Horch-Museum bildet, muss etwas Besonderes anstehen. Dieses Mal war es der Generationenwechsel an der Spitze des Hauses. Der langjährige Geschäftsführer Rudolf Vollenhals übergibt nach 14 Jahren die Leitung an Thomas Stäbig. Viele, die in dieser Zeit mit der Entwicklung des Museums zu tun hatten, waren zur Verabschiedung gekommen. Hat sich doch in den Jahren seit 2001 das Museum von einer bescheidenen Ausstellung zu einem wirklich repräsentativen Haus entwickelt. Mit einem Schmunzeln bezeichnete ihn die Oberbürgermeisterin als Fehlbesetzung. Natürlich, in einer Stadt, in der seit 111 Jahren Autos gebaut werden, wird ein Jurist Geschäftsführer des Automobilmuseums. Aber, so Dr. Pia Findeis weiter, es stellte sich doch als eine gute, ja, als die beste Wahl heraus. Seine guten Kontakte zur Audi AG Ingolstadt und sein Engagement brachten das Haus zu heute immerhin 80.000 Besuchern pro Jahr. Das wissen auch die heutigen Automobilbauer zu schätzen. Mit seiner Fachkompetenz, die aber immer in einer herzlichen, bodenständigen Art zum Ausdruck kam, hat sich Rudolf Vollenhals hier Freunde gemacht, die ihn noch sehr lange in guter Erinnerung behalten werden.